Marcel Albrecht, geboren 18. Dezember 1990 in Würzburg. Sie wohnen in Oberschleißheim, Sie sind ledig, arbeitslos. Seit dem 6. Januar 2011 in Untersuchungshaft in der JVA Stadelheim. Um seine finanzielle Situation aufzubessern, verschaffte sich der Angeklagte in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2011 zwischen Mitternacht und 1 Uhr Zugang zur Villa der Familie Hartmann in Oberschleißheim, indem er mit Hammer und Meißel das Haustürschloss aufbrach. Da er die Bewohner des Hauses in Urlaub glaubte, machte er bei seiner Suche nach Beute Licht. So wurde er schon von draußen von Laura Hartmann erkannt, als diese gegen 1 Uhr nach Hause kam. Der Angeklagte stieß Laura Hartmann die Schwingtür zum Wohnzimmer mit solcher Wucht entgegen, dass die 16-Jährige eine Fraktur des Nasenbeins sowie eine Platzwunde über der rechten Augenbraue erlitt. Der Angeklagte nahm sich Schmuck, Uhren, elektronische Kleingeräte und Bargeld im Gesamtwert von 4.870 Euro und flüchtete. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur. Der Angeklagte wird somit des schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß § 223.1. Albrecht, Sie haben jetzt gehört, was Ihnen vorgeworfen wird. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich bin nirgendwo eingebrochen. Wirklich nicht. Ich meine, ich war doch gerade mal eine Woche aus dem Knast raus. Das ist schon der springende Punkt. Sie sind ein Gewohnheitsverbrecher. Ein Gewohnheitsverbrecher, ne? Sie können es einfach nicht sein lassen. Natürlich kann ich es lassen. Ich habe in der Woche zum ersten Mal meinen Sohn kennengelernt. Ich habe mich mit meiner Freundin Denise wieder vertragen. Alles war super. Warum soll ich denn sowas aufs Spiel setzen? Tja, warum? Warum? Weil sie eine tolle Chance ihnen geboten hatte. Sie haben gemerkt, toll, ich kann bei Familie Hartmann, der wohlhabenden Familie Hartmann, einbrechen, ne? Und gegen ein bisschen Taschengeld hatten Sie nach Ihrer Haftentlassung ganz sicher nichts einzuwenden. Ich habe mich geändert. Ich mache sowas nicht mehr. Der Jugendknast hat mich geändert. Tja, das glaube ich Ihnen, dass Sie das zumindest behaupten, ne? Aber was behauptet man nicht alles, ne? Sie haben sich überhaupt kein bisschen geändert, ne? Schauen Sie Ihr Vorstrafenregister an. Eine ganz stringente Geschichte. Sie sind ein Verbrecher. Ihr Vorstrafenregister ist nämlich tatsächlich beachtlich. In 2 Jahren 8 Eintragungen wegen Eigentumsdelikten. Das ist schon ganz ordentlich, ne? Aber ja. Ich bin da nicht eingebrochen und ich habe nichts geklaut. Dürfte ich mir das PCR des Angeklagten mal genau ansehen, bitte? Mein Mandant hat sich geändert. Er muss jetzt auch sauber bleiben, damit er für seine Freundin und seinen kleinen Sohn da sein kann. Ja, und das will ich auch. Tja, das wollen Sie. Genau das war auch Ihr Motiv. Sie haben keine Ausbildung, Sie haben keinen Job, Sie kamen gerade frisch aus der JVA raus und Sie brauchten Geld für Ihre Familie, glaube ich Ihnen. Aber auch nicht, indem ich einbreche. Ich kann nicht wieder in den Knast zurück. Das geht einfach nicht, das halte ich nicht mehr aus. Ich habe doch gedacht, ich drehe da durch beim letzten Mal. Ja, das ist mir alles, wie gesagt, glaube ich Ihnen alles. Dass Sie auch wieder durchgedreht sind in der Tatnacht zum Beispiel. Sie haben es doch immer so gemacht. Wenn Sie Geld fürs Leben brauchten, haben Sie sich das nicht durch ehrliche Arbeit geholt, sondern indem Sie einen Bruch gemacht haben. So eben auch diesmal. Bei meinem Mandanten wurden aber keine der entwendeten Gegenstände gefunden. Haben Sie denn nach der Haftentlassung schon irgendwelche Anstrengungen unternommen, wieder einen Job zu bekommen? Natürlich. Ich habe jeden Morgen die Zeitung durchforstet nach einem Job. Und ich hätte auch bestimmt einen gefunden, aber er sitzt ja schon wieder im Knast, obwohl ich nichts gemacht habe. Obwohl Sie was gemacht haben. Das ist die richtige Antwort, ne? Der Gesamtwert von 5.000 Euro, darüber sprechen wir hier. Und ein gebrochenes Nasenbein von der jungen Dame. Wie soll ich Ihnen beweisen, dass ich das nicht war? Wo waren Sie denn in der Tat nachts so gegen 1 Uhr? Zu Hause bei meiner Freundin. Ich war um 12:30 schon wieder bei ihr. Was heißt wieder bei ihr? Wo waren Sie denn vorher? Naja, spazieren. Also, vorher haben wir zusammen gegessen, dann haben wir ein bisschen ferngesehen und gegen 22:30 musste ich noch mal raus, frische Luft schnappen für 1-2 Stunden. Ich muss meine Freiheit genießen. Die Freiheit nutzen, ne? Um wieder irgendwo einzubrechen. Nein, ich bin nirgendwo eingebrochen. Ich kann nicht mehr zurück ins Gefängnis, bitte. Sie sagen das bereits zum zweiten Mal jetzt. Die Zeit in der Jugendhaftanstalt scheint tatsächlich keine leichte Zeit für Sie gewesen zu sein. Ich habe ja einen Bericht hier auch in der Akte von der Jugendstrafanstalt. Und da steht, dass Sie des Öfteren Opfer von gewalttätigen Übergriffen der anderen Häftlinge geworden sind. Des Öfteren? Das ist doch kaum eine Woche vergangen, in der nichts passiert ist oder ich nicht auf der Krankenstation gelandet bin. Ich meine, ich musste dir mein ganzes Geld abgeben, was ich auf der Werkbank verdient habe, als Schutzgeld. Die haben sich doch zusammengerottet. Den konnte man doch gar nichts nachweisen. Also mein Mandant hat wirklich gelitten. Und zum Schluss war es sogar so schlimm, dass er an Panikattacken und Verfolgungswahn gelitten hat. Also ich glaube nicht, dass er noch einmal was machen würde, was ihn dorthin zurückbringt. Eben. Wenn es mit dem Jugendknast schon so scheiße ging, was glaubst du, machen die erst in einem richtigen Knast mit mir? Also man muss es doch trennen. Ich meine, sie tun so, als wären sie unschuldig gewesen. Es gab ja einen Grund, warum sie im Gefängnis waren. Bei dem letzten Bruch haben sie genau gewusst gehabt. Also damals, ne, der Bruch, dass sie 2 offene Bewährungen haben. Sie haben außerdem gegen Bewährungsauflagen auch verstoßen, haben die einfach nicht erfüllt gehabt. Es war doch klar für sie, dass wenn sie wieder Mist bauen, sie diesmal im Knast landen würden. Das ist mir auch klar und darum baue ich ja keinen Mist mehr. Ja, und ich glaube meinem Mandanten. Bin fest davon überzeugt, dass der Anführer,
der früheren Clique meines Mandanten, dieser Nico Kaiser, die Tat begangen hat. Ja, wollen wir bitte mal genauer bleiben. Seine Clique, seine aktuelle Clique, nicht seine frühere. Ne? Über diese Clique hat er überhaupt sein späteres Opfer, die Laura Hartmann, kennengelernt. Ne? Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass dieser Nico Kaiser, den Sie ins Feld führen, dass der die Tat begangen haben soll. Denn der ist ja der Freund von der Laura Hartmann. Ne? Und ich denke nicht, dass er seiner eigenen Freundin gleich mal das Nasenbein brechen muss. Ne? Anders bei Ihnen, denn Sie sind ja auch noch beobachtet worden. Laura Hartmann hat Sie ja gesehen bei der Tatausführung. Das sehen Sie völlig falsch, Herr Staatsanwalt. Die Beziehung zwischen Nico und Laura wurde nur zu einem Zweck eingegangen. Nico wollte Laura mal gemütlich über ihr Elternhaus ausfragen, um dann schließlich dort einzubrechen. Und Laura, ja, hat sich von ihm einlullen lassen, ist seinem Charme verfallen und mittlerweile ist ihm total verfallen. Du bist so lieb. Naja, aber heute Nachmittag in die Verhandlung zu gehen, das stresst mich ja schon ein bisschen. Ich würde den Nachmittag lieber mit dir verbringen, als nachher in die blöde Verhandlung zu gehen. Warum denn? Ich meine, da kann doch gar nichts passieren. Naja. Ach Quatsch. Und wenn es sein muss, dann nehme ich eben in Kauf, dass mein Dad die Wahrheit erfährt. Du kannst dich auf mich verlassen. Obwohl er dir dann die Hölle heiß macht? Ja, aber für dich will ich das doch gern. Danke, Schatz. Sag mal, musst du nicht los? Du musst doch noch eine Aussage machen, oder? Oh Mist! Kommst du denn dann gleich mit? Wir sehen uns dann drin. Okay. Ciao. Ciao, Baby. Ich glaube hier echt überhaupt nicht, was du dann so toll findest, Nico. Ich glaube auch, dass Nico bei den Hartmanns eingebrochen ist. Und Laura, die schützt ihn jetzt, weil sie total verschossen ist. Die ist dumm wie Brot. Die merkt doch nicht, dass Nico sie voll in den Finger gewickelt hat. Ich meine, das kann der gut, das macht er auch mit den anderen. Die laufen ihm auch alle hinterher. So wie auch Sie, ne? Ja, früher vielleicht mal. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe mich geändert. Ich will mich um meine Familie kümmern. Ja, aber doch nicht, indem Sie weiterhin Ihr Geld zusammenstehen und zusammen rauben. Das wollte ich auch nicht. Weiterfragen. Keine. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Ja, nehmen Sie bei der Verteidigerin Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Laura Hartmann, bitte. Hartmann, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass erst Zeugen die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage machen Sie sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO belehre Sie. Sie müssen auch Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Sie heißen Laura Hartmann, 16 Jahre alt. Sie wohnen in Oberschleißheim. Sie sind ledig, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Und Sie wissen, ihm wird vorgeworfen, in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2010 in das Haus Ihrer Familie eingedrungen zu sein. Und er soll dort Wertgegenstände im Wert von 4.870 Euro entwendet haben. Woher kennen Sie den Angeklagten denn? Ich habe ihn und seine Clique ein paar Wochen, bevor er bei uns eingebrochen ist, im Einkaufszentrum kennengelernt. Wir sind bei so einem Burgerstand ins Quatschen gekommen und dann haben wir uns eben öfters gesehen. Aber da war er noch nicht dabei. Da war er noch im Knast. Und wenn Sie mich fragen, gehört er doch wieder hin. Ich gehöre nicht wieder in den Knast. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wie nichts gemacht? Ich habe dich doch beobachtet, wie du unsere Sachen eingepackt hast. Das war ich nicht. Natürlich warst du das. Ich bin doch nicht blöd. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Wann sind Sie an dem Abend nach Hause gekommen? So um eins. Ich war noch bei einer Freundin und musste vor meinen Eltern zu Hause sein. Die waren auf einer Geburtstagsparty und wollten so gegen 1:30 wieder da sein. Und wie konnten Sie da denn den Angeklagten beim Einbruch beobachten? Ich habe ihn schon von draußen durchs Fenster gesehen. Er hat im Wohnzimmer Licht gemacht gehabt und war gerade dabei, von unserer Schublade ein paar Sachen einzupacken in seinen Rucksack. Wie sah denn der Rucksack aus? Es war so ein alter, großer, grüner. Es war ein bisschen wie ein Seesack aus. Laura, das war ich nicht. Entweder du hast mich verwechselt oder du lügst. Ich lüge überhaupt nicht. Ich habe dich ganz genau gesehen. Jetzt sehen Sie da drin einen Einbrecher. Sitzen Sie dann trotzdem ins Haus rein? Ja, ich meine, ich habe den doch gekannt. Ich habe mir da wirklich nicht so viel dabei gedacht. Mhm. Jetzt laut Spurensicherung wurde das Schloss an Ihrer Haustür mit Hilfe von Hammer und Meißel aufgebrochen. Ja? Was auch wieder eher für den Angeklagten spricht, der bei seinen Einbrüchen nicht gerade bekannt ist für filigranes Vorgehen, sondern eher brachiales, aber effektives. Keine Ahnung, wie er das sonst gemacht hat. Bei uns hat er jedenfalls die halbe Haustür kaputt gemacht. Also Sie sind dann ins Haus gegangen? Ja, ich bin dann reingegangen und habe nach Marcel gerufen, aber kam keine Antwort. Also mir kommt es merkwürdig vor. Ich muss jetzt auch noch mal drauf rumreiten, Entschuldigung. Aber Sie sehen schon von draußen, dass da offensichtlich ein junger Mann im Haus ist, der da nicht hingehört. Und dann gehen Sie ungeschützt ins Haus rein, rufen diesen Mann noch bei seinem Namen. Wie naiv ist das denn? Ja, ich weiß, aber ich meine, ich habe ihn doch gekannt. Also ich habe mir da wirklich nicht viel dabei gedacht. Also, Sie haben gerufen und hat der Täter dann auf Sie reagiert? Nee, gar nicht. Deshalb bin ich dann auch in Richtung Wohnzimmertür. Mhm. Aber da hat er sie mir schon voll ins Gesicht gedonnert. Ich musste mich dann erst mal setzen, weil ich Sternchen gesehen habe. Ihre Verletzung kann man ja auch auf den Fotos sehen, die wir hier haben. Und ich habe jetzt als Ihr Gutachten hier steht, dass Sie eine Fraktur des Nasenbeins und eine Platzwunde an der rechten Augenbraue erlitten haben. Aber damit habe ich nichts zu tun. Mhm.
Außerdem war mein Mandant um eins schon längst bei seiner Freundin zu Hause. Also lügt die Zeugin oder was? Warum soll sie es tun? Warum? Hätte ich schon eine Idee, Herr Staatsanwalt. Ja? Laura, wie gut kennen Sie denn Herrn Nico Kaiser? Der gehört doch auch in die Clique, die Sie da im Einkaufszentrum kennengelernt haben. Wir mögen uns. Warum? Und wie sehr mögen Sie sich? Sind Sie ein Paar oder sind Sie nur verliebt in Nico Kaiser? Warum fragen Sie das? Das hat doch gar nichts damit zu tun. Naja, das könnte durchaus was miteinander zu tun haben. Beantworten Sie die Frage doch bitte. Na gut, Nico und ich, wir sind zusammen. Aber das hat doch gar nichts damit zu tun, dass Marcel bei uns eingebrochen ist. Und Sie dürfen es bitte auf gar keinen Fall meinem Vater erzählen. Der flippt aus, wenn er rauskriegt, dass ich mich wieder mit Nico treffe. Warum darf Ihr Vater das nicht wissen? Was hat er denn gegen den Nico Kaiser? Er bildet sich ein, dass Nico und die anderen alle kriminell sind. Und deshalb darf ich jetzt so gut wie gar nichts mehr. Er lässt mich nicht mehr aus dem Haus. Und nur weil er wieder da ist. Es ist echt voll scheiße. Na ja, gut, ich meine, einen Punkt muss ich Ihrem Vater recht geben. Ne? Ich meine, die Hälfte Ihrer Freunde hat diverse Vorstrafen. Also idealer Umgang ist das ganz sicher nicht. Ich will das alles gar nicht hören. Die sind echt in Ordnung. Und außerdem war Marcel derjenige, der mich ausgefragt hat und der bei uns eingebrochen ist. Laura, jetzt überleg doch noch mal, was du tust. Du zerstörst gerade mein Leben, du zerstörst meine Familie. Wenn ich heute verurteilt werde, darf ich meinen Sohn nie wiedersehen. Ich kenne ihn doch gerade mal eine Woche. Ja, das hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du bei uns einbrichst. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, der Angeklagte habe Sie ausgefragt. Was wollte er denn von Ihnen wissen? Na, einfach alles. Wir haben uns eigentlich über das Paintballspiel unterhalten. Und ich meinte halt, dass ich am 5.1. keine Zeit habe, weil ich dann mit meinen Eltern in Urlaub fliege. Und da kam Marcel gleich zu mir her und meinte, ja, habt ihr denn eine Alarmanlage? Wie sieht's denn aus, ob jemand auf euer Haus aufpasst? Lauter so Zeug. Und das haben Sie ihm alles erzählt? Ja, und ich war sogar noch so blöd und habe ihm gesagt, dass wir zwar eine Kamera vor der Haustür haben, aber dass sie nur ein Fake ist und dass unser Flieger erst total spät geht, so gegen eins. Ja, ja, das hat er wahrscheinlich so verstanden, dass der Flieger nachts um eins geht, aber meinten Sie mittags um eins, ne? Ja, ja, ein typischer Fehler mal wieder, der ganz klar typisch von Angeklagten ist, ne? Ist ja fast schon für ärgerliche Fehler berühmt, der Angeklagte, ne? Entschuldigung, Herr Staatsanwalt, auf welche Fehler sprechen Sie bitte an? Kann ich Ihnen ganz gerne sagen. Bei den vielen Vorstrafen ist zum Beispiel eine Situation dabei, da ist eine Wohnung eingebrochen, hat dann, als er die Beute schon zusammengesammelt hatte, die Idee gehabt, doch einfach noch mal ins Internet zu gehen, weil er selbst keinen Computer hatte, ne? Ja, okay, das war vielleicht ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Es war sehr, sehr unglücklich, sage ich mal. Ähnlich unglücklich wie bei einer anderen Begebenheit. Da war er auch wieder in irgendeiner Wohnung, um was zu stehlen. Und dann musste er wohl aufs Klo zwischendurch. Ne? Und hat dann die Handschuhe, die er wohl dann zwischendurch ausgezogen hatte, beim Drücken des Spülknopfs nicht wieder angezogen gehabt. Okay, ich bin vielleicht zu blöd, um irgendwo einzubrechen. Aber genau deswegen drehe ich auch keine krummen Dinge mehr. Eben, das glaube ich auch. Und nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass Nico Kaiser bei den Hartmanns eingebrochen ist und Laura ihn dabei überrascht hat. So ein Quatsch. Das ist überhaupt kein Quatsch. Und Sie? Sie belasten Nico Kaiser nur deswegen nicht, weil Sie in ihn verliebt sind. Stattdessen hängen Sie lieber meinen Mandanten hin. Es stimmt doch alles gar nicht. Natürlich war es Marcel. Also ich wüsste gern, warum Sie eigentlich die Zeugin so über den Urlaub und über das Elternhaus ausgequetscht haben. Was hat Sie das denn zu interessieren gehabt? Ich habe Sie gar nicht ausgequetscht. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Bisschen Smalltalk, mehr nicht. Smalltalk über Urlaub und Elternhaus, ja. Wie ist denn das eigentlich bei diesem Gespräch mit dem Angeklagten über den Urlaub und über das Haus und so weiter? Waren Sie da allein mit ihm? Nee, da waren schon noch ein paar andere dabei gestanden. Und haben die auch alle zugehört? Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass das alle gehört haben. Vor allem hat Nico Kaiser alles gehört. Nein, das stimmt doch gar nicht. Nico hat damit nichts zu tun. Das war Marcel und fertig. Was soll ich denn jetzt machen? Mich glaubt ja doch eh keiner mehr. Und Laura, du... Will ich noch weiter fragen, oder? Keine. Nee, da können wir die Zeugin entlassen. Danke, Sie bleiben unvereidigt. Dann hören wir uns mal die Freundin des Angeklagten an. Denise Seidel, bitte. Denise, nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie ihr die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja. Sie heißen Denise Seidel, 17 Jahre alt. Sie wohnen in Oberschleißheim. Sie sind ledig, Sie sind Hausfrau und Mutter. Und Sie sind mit ihm weder verwandt noch verlobt, oder? Nein, aber er ist der Vater meines Sohnes. Ihrem Freund wird vorgeworfen, in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2011 bei der Familie Hartmann eingebrochen zu sein und dort die Tochter des Hauses auch verletzt zu haben. Ja, das weiß ich. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob Marcel dort wirklich eingebrochen ist oder nicht, aber wenn er das getan hat, dann ist er sowas von für mich gestorben. Denise! Nee, ich will wirklich nichts hören. Du hast so oft zu mir gesagt, dass du dich ändern wirst. Und was war? Überhaupt nichts. Jetzt geht's ja um den Abend. Deswegen sind Sie als Zeugin geladen. Können Sie mal schildern, wie der Abend abgelaufen ist? Ja, also an diesem Abend war Marcel bei mir. Wir haben uns zusammen noch einen Film angeschaut. Der ging so bis 22:30. Und dann ist er noch mal losgegangen, angeblich um frische Luft zu schnappen. Hat er das öfters gemacht? Ja, schon. Seit er aus dem Gefängnis rausgekommen ist eigentlich. Er hat gesagt, er braucht immer noch ein bisschen Freiheit und dass er irgendwie so lange eingesperrt war. Aber so lange wie an diesem Abend war er eigentlich noch nie weg. Wann ist er dann wieder nach Hause gekommen?
Um 13:30 war's. Denise, ich bin um 13:30 heimgekommen. Überleg doch noch mal. Da muss ich überhaupt nicht überlegen. Du warst um 13:30 wieder da. Denise hat denn der Angeklagte den Rucksack dabei gehabt, als er da zu seinem Spaziergang los ist oder als er wieder nach Hause gekommen ist? Habe ich jetzt keine Ahnung, aber er hat einen alten Soldatenrucksack. Der war dann immer bei uns unten im Schrank. Wo wir ihn aber nicht gefunden haben. Ja, weil ich ihn einen Tag vorher weggeschmissen habe. Der hat mich an vergangene Zeiten erinnert und außerdem stank er nach Knast. Sie haben ihn entsorgt auf dem Heimweg, nachdem Sie den Bruch gemacht haben, oder? Als er da nachts heimgekommen ist, welchen Eindruck hat er da auf Sie gemacht? Hm? Er war scheißfreundlich. So wie die ganze Zeit auch. Er hat rumgeschleimt und hat abgespült und alles Mögliche gemacht. Und dann hat er sich sogar noch um Fabian gekümmert. Das war eigentlich ganz süß, weil ich mit ihm auf der Couch eingeschlafen bin. Also war mein Mandant sehr liebenswert und aufmerksam, wie die Tage zuvor auch. Ja, das war er, seit er aus dem Knast rausgekommen ist. Da drin hat ihn irgendwas total verändert. Da drin hat sich alles verändert. In der Woche mit dir und Fabian habe ich gemerkt, was ich wirklich will. Das kannst du dir aber sowas von verreiben, wenn du jetzt schon wieder irgendwo eingebrochen bist. Mir reicht's echt. Aber ich liebe dich. Davon habe ich aber wirklich nicht viel gemerkt. Ich war die ganze Schwangerschaft alleine. Du hast mich total im Stich gelassen. Ich musste die Möbel alleine kaufen und aufbauen. Da war niemand da, der mir im Kreißsaal die Hand gehalten hätte. Ich musste mein Baby ganz allein zu Hause wickeln und niemand hätte mir es mal abgenommen. Im Stich gelassen, da meinen Sie, weil er in der JVA war? Ja. Ich will es dir doch abnehmen. Ich will dir in Zukunft helfen. Ich liebe es doch, Fabian zu wickeln. Und wenn er dann so süß gluckst, wenn ich mit dem Teddy Quatsch mache. Das ist das Größte, was ich mir vorstellen kann. Und wenn er dann auf meinem Bauch einschläft. Es gibt nichts Schöneres für mich. Ich will das nicht verlieren. Das ist ja alles echt schön und gut. Und ich hatte ja auch echt das Gefühl, dass es mit uns beiden funktionieren könnte. Aber wenn du jetzt schon wieder in den Knast wanderst, dann war's das. Dann sind wir wirklich geschiedene Leute. Hier. Wenn du wieder im Knast bist, dann wird es das Einzige sein, was du von deinem Sohn zu sehen kriegst. Aber wie soll ich dir denn beweisen, dass ich nichts gemacht habe? Gibt's noch Fragen? Keine Fragen. Danke. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Wir bleiben unvereidigt. Dr. Robert Hartmann, bitte. Herr Dr. Hartmann, nehmen Sie einfach Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Dr. Robert Hartmann, 42 Jahre alt. Sie wohnen in Oberschleißheim, verheirateter Anästhesist. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen natürlich, worum es heute geht. Ihm wird vorgeworfen, er soll in der Nacht vom 4. auf 5. Januar 2011 bei Ihnen eingebrochen sein. Und dann soll er noch Ihre Tochter, als sie ihn überrascht hat, schwer verletzt haben. Es ist nicht furchtbar, was für Leuten sich, in welchem Milieu sich meine Tochter da bewegt hat. Also ich hoffe wirklich, dass sie mit dieser Angelegenheit hier nichts zu tun hat. Ich fürchte, diese Hoffnung darf ich Ihnen gleich wieder nehmen. Ich gehe nämlich davon aus, dass Ihre Tochter aus reiner Verliebtheit den wahren Täter deckt. Also ich bete mal, dass sich Laura da noch an ihre gute Erziehung erinnert, mit dem Fall wirklich nichts zu tun hat. Laura ist sehr behütet aufgewachsen. Wir haben ja sogar den Weg zur Schule abgenommen, nicht mit Bus und Fahrrad wie üblich. Wir haben sie morgens zur Schule gefahren, mittags wieder abgeholt. Es war alles in bester Ordnung. Aber auf einmal, mit einem Schlag, war es mit der Ruhe vorbei und alles war völlig anders. Boah, ich bin keine 5 mehr, Papa. Ich will mein Leben so, wie es mir gefällt und nicht, wie es dir in den Kram passt. Ja, das ist die Pubertät, das brauchen wir jetzt nicht überbewerten. Ich wollte schon fast aufgeben. Ich wollte wirklich schon fast aufgeben. Hab gedacht, jetzt warten wir mal, das gibt sich dann schon wieder. Bis sie mir dann ihren neuen Freund präsentiert hat. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Wer ist denn der neue Freund Ihrer Tochter? War. Also zum Glück hat sich das erledigt. Dieser gewisse Nico Kaiser, ein ganz toller Typ. Also wirklich so ein richtiger Checker, wie er meint. Mhm. War. War, ja. Also die Beziehung ist beendet. Gut. Er muss natürlich auch der Tochter, wahrscheinlich vor allem der Tochter gefallen. Das hat er leider wohl eine Weile, ne? Der Nico Kaiser, ne? Ja, also... Schatz, ich habe mir für dich immer einen netten, adretten, gut gekleideten, auch einen Mensch mit Bildung und Perspektive vorgestellt. Und dann präsentierst du mir so einen. Eines Tages stand er bei uns vor der Tür, ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht. Das Erste, was er macht, schnippt seine Zigarette in meinen Vorgarten, spuckt auf dem Asphalt, nennt mich die ganze Zeit Alter, hat dann noch einen klugen Tipp für mich gehabt, hat gesagt, weißt du was, geh doch erstmal ein bisschen chillen, schnappt sich meine Laura in seine alte Klapperkiste, Vollgas, Gummispuren bei mir in der Einfahrt. Also das ist ganz bestimmt nicht der Umgang, den ich mir für meine Tochter vorgestellt habe. Das kann ich mir denken.
Du übertreibst aber schon ganz schön. Nico ist ein anständiger Kerl. Das glaube ich nicht. Und auch alle, die sich mit diesem Nico umgeben, das sind ja alles Kriminelle. Aber bei Laura, da legt sich ein Schalter im Kopf um, wenn sie nur den Namen Nico Kaiser hört. Sie ist ihm absolut verfallen, sie ist ihm absolut hörig. Selbst nachdem einer aus der Clique sie so schwer verletzt hat, hier der Angeklagte, hat sie so schwer verletzt, selbst dann wollte sie von dieser Clique nicht loslassen. Ich habe das natürlich unterbunden. Ich muss meine Tochter ja schützen. Im Moment habe ich so den Eindruck, ich muss sie vor sich selber schützen. Mittlerweile hat sie es natürlich erledigt. Wir haben da schon unsere Sachen dazu getan. Sie sehen sich nicht mehr, die Beziehung ist beendet. Das heißt, Sie haben Ihre Dinge dazu getan, also es war nicht ganz freiwillig, oder, dass Sie die Beziehung geendet hat? Also wir haben ihr natürlich noch mal gut zugeredet, war durch die Verletzungen natürlich auch ein bisschen einfacher. Haben Sie denn außer dem Nico Kaiser sonst noch irgendjemand von dieser Clique kennengelernt? Ja, hier den Angeklagten. Wann? Es war 2 Tage, bevor er bei uns zu Hause eingebrochen ist. Er war ein bisschen anders gekleidet. Er stand bei uns vor der Tür als Paketkurier. Hatte auch ein relativ großes Paket für meine Frau dabei. Es sah relativ schwer aus, war ihm auch sehr dankbar. Er hat mir angeboten, es ins Haus zu tragen. Ich habe ihn dann in die Küche gebeten. Habe ihn dann da kurz allein gelassen, weil ich ihm ein bisschen ein Trinkgeld dafür geben wollte, dass er eben mir die schwere Sendung in die Küche trägt. War dann aus der Küche raus, kurz im Büro, um ein bisschen Geld zu holen. Das heißt, Sie haben ihn in der Küche kurz allein gelassen? Ich habe mir dabei ja auch nichts gedacht. Er stand in der Küche. Ein bisschen gewundert hat es mich dann. Er hat sich ziemlich den Hals verrenkt, um auch wirklich alles mitzubekommen. War ein bisschen komisch, die Situation. Ich habe ihn dann zur Tür begleitet. Da hat er dann noch Türklinke, Türschloss, sehr genau gemustert, war aber dann weg und hat unser Haus verlassen. Und wie war das mit dem Paket? Haben Sie das dann geöffnet? Am Abend hat es meine Frau geöffnet. Ihre Frau? Und was war drin? Ja, wir haben uns da schon ein bisschen gewundert. Es war voll mit Zeitungspapier und ein paar künstliche Blumen waren noch mit drin. Meine Frau konnte sich in dem Moment auch nicht erklären, von wem das Paket kam. Wir haben es dann einfach... Kein Absender drauf? Es war kein Absender drauf. Gut, und bestellt haben wir sowas natürlich auch nicht. Wir haben es dann als Scherz abgetan und haben dann einfach irgendwann, wir haben es dann einfach vergessen. Ja, der Angeklagte wollte einfach mal ein paar Tage vorher mal die Sicherheitsvorkehrungen bei Ihnen ein bisschen genauer anschauen. Wollte mal checken, wie schwer der Einbruch sein würde. Oder habe ich damit Unrecht, Herr Hartmann? Ja, dann haben Sie Unrecht. Dann erklären Sie mir, was da drin war, was er sollte. Was wollte dann Sie mit diesen Kunstblumen? Wollte er die haben oder warum haben Sie das Paket mit sich rumgeschleppt? Na, wegen Laura. Man sieht doch jeder, dass sie reiche Eltern hat. Und mich hat es halt gewundert, warum sie plötzlich mit uns abhängt. Und da wollte ich mich halt bei denen zu Hause umschauen. Mehr nicht, nur umschauen. Also für umschauen hast du uns ja ganz schön bestohlen, du. Ich war das nicht. Sie haben uns da eine Liste zusammengestellt der verschwundenen Gegenstände. Das sind Halsketten, Ringe, Uhren, ein Navigationsgerät ist dabei, ein Smartphone, ein Netbook und der Geldbeutel ihrer Frau. Alles Gesamtwert ins... Insgesamt 4.870 Euro. Der Kerl muss seine Finger echt überall gehabt haben. Wir haben die Sachen ja nicht einfach frei rumliegen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel mein Netbook und mein Navigationsgerät. Das ist im Büro, habe ich einen großen Eichenschrank, da sind die 2 Sachen verschlossen. Der Schmuck ist in der Schatulle von meiner Frau im 1. Stock im Badezimmer. Das Handy und das Telefon in einem Sideboard im Wohnzimmer. Also er muss wirklich das ganze Haus durchstöbert haben und hat seine Finger überall gehabt. Aber ich habe das Zeug nicht. Ich habe nichts geklaut. Ich will nicht wieder zurück ins Gefängnis. Ich will bei meinem Sohn bleiben und bei Denise. Haben wir kapiert. Noch Fragen? Nein, keine Fragen. Herr Dr. Hartmann, da dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Nico Kaiser, bitte.